Jawohl, herzlich willkommen bei 7 Days to Die. Ich bin der Memo. Wie ihr seht, habe ich einen Mod installiert. Einmal oben Kompass und unten links kann ich jetzt jederzeit sehen Hunger, Durst und die Temperatur. Und oben habe ich noch ein paar Infos. Ich werde diesen Mod auf jeden Fall unterhalb von Video verlinken. Wer Interesse daran hat, kann es dann sich runterladen. Nur Vorsicht, es sind zwei verschiedene Mods. Einmal die für die 15.0 und einmal für die 15.1. Da müsst ihr halt aufpassen, dass ihr die richtige runterladet. Ich habe jetzt erstmal Hunger. Ich bin in der letzten Folge von einem bösen Schneezombie gekillt worden. Der hat mich wortwörtlich platt gemacht. Ich habe geblutet. Ich habe gelitten. Und bin am Ende gestorben. Und bin hier wieder direkt in meinem Base gespawnt worden. So, das lasse ich natürlich so nicht auf mir sitzen. Das ist ja wohl logisch, ne? Ich werde mich definitiv rächen gehen. Ich werde meinen Rucksack holen. Werde mich rächen. Ich nehme noch zwei Bier mit. Das kann ich mal scrappen. So, Plan. Mein Plan. Zurück in die Stadt. Rucksack holen. Schneezombie. Richtig verkloppen. Jetzt habe ich natürlich auch. Shit. Ich habe jetzt natürlich überhaupt gar keine Pfeile mehr. Nur noch die hier. Eisenpfeile. Okay, besser wie gar nichts. Wir brauchen ein bisschen Holz und Glas, damit wir uns einen neuen Bogen erstellen können. Holz nehmen wir mal das mit. Gras haben wir hier auch was. So. Dann machen wir uns einfach mal einen Bogen, bis wir unsere Bolzen wieder haben. Die liegen ja im Rucksack. So viel brauchen wir nicht. Das auch nicht. Eventuell würde ich das sowieso wegschmeißen. Okay, dann nehmen wir jetzt mal vorübergehend unser Bogen. 163 Pfeile. Naja. Eisenpfeile vor allem. Okay. Dann geht's los. Wo ist mein Rucksack? Der müsste mir hier eigentlich angezeigt werden. Ja, da hinten. Okay. Und wir marschieren nochmal in die Stadt. Auf ein neues. So, wir geben uns kurz einen Schluck Bier. Kein Alkohol. Wir nehmen mal jetzt Bier. Weil mit Bier, wie gesagt, haben wir Vorteil, dass wir sehr, sehr lange rennen können, ohne Stamina zu verlieren. Okay, das letzte Mal ist immer von da hinten gelaufen. Ich würde die gleiche Strecke einfach nochmal benutzen. Es ist Tag 9, 4.52 Uhr. Wir haben noch 5 Tage bis zum nächsten Horde. Nehmen wir mal alle mit. Und wo? Da. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen und tschüss. Was hast du denn für uns? Nichts. So gut wie nichts. Okay. Dann laufen wir einmal hier rüber und über. Weiß nicht, soll ich jetzt über dem Wasser laufen? Das ist anscheinend der kürzere Weg. Ja, komm. Laufen wir ja nochmal außen rum und dann über die Insel nochmal rüber. Zeit haben wir ja noch genug. Ich möchte eigentlich 1 bis 2 Tage. Möchte nicht, aber muss wahrscheinlich 1 bis 2 Tage am Ding der Stadt bleiben, damit ich anständig looten kann. Dazu sollte ich halt eigentlich auch gut bewaffnet sein. Deswegen sammle ich unterwegs auch mal die ganze Federn ein, dass ich eventuell dort dass ich da eventuell mir neue Bolzen basteln kann. Nur jetzt
fällt mir gerade ein, jetzt war ich ganz schlau und habe mir kein geschmiedetes Eisen mitgenommen, damit ich meine Werkzeuge reparieren kann. Das heißt, mit Aufklopfen von Tresore wird es nichts. Zumindest nicht wirklich. Naja, okay, schauen wir mal. Vielleicht finden wir dort ein Walking Stiff Tools oder sowas. Und bekommen vielleicht gute Werkzeuge, wo wir dann benutzen können. Zum Looten. Aber schaut euch mal das an. Das ist doch genial, oder? Das ist doch genial. Das wird wahrscheinlich mein Thumbnail für das Video. So. Mal kurz schauen. Moment. Bin. Okay. Ich muss wohl doch darüber laufen. Doch wieder übers Wasser. Naja, komm. Geht ja eigentlich ziemlich fix. Müsste eigentlich funktionieren. Aber wie das mich ärgert, dieser Schneezombie. Ich hasse diese Schneezombies. Jedes Mal, wenn ich einen von denen begegne, bin ich garantiert tot. Die halten sehr, sehr, sehr viel aus. Also nicht wie die anderen Zombies. Man kriegt die wirklich nicht so schnell down. Und das Dumme ist, dass die Stadt, die Hälfte mindestens von der Stadt im Schneebiom liegt. Da werde ich wahrscheinlich ziemlich viele Schneezombies haben jetzt. Naja, da muss man auch durch. Da werden wir auf jeden Fall durchkommen. Ja, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Okay. So. Holz habe ich ein bisschen mitgenommen, aber mir fällt gerade ein, ich brauche nachher trotzdem noch ein bisschen. Und zwar, wenn ich da hoch will, ich muss mich irgendwie, sobald ich oben bin, oben verbarrikadieren, dass die nicht mehr hochkommen. Dass ich einigermaßen oben safe bin. Eigentlich sollte ich vielleicht doch ein anderes Gebäude aussuchen. Nicht gerade den in dem Schneebiom. Ich würde sagen, ich schaue mich erstmal um, ob ich ein anderes Gebäude finde. Ein besseres Gebäude finde, vor allem. Wo wir auch eventuell nachts unten drunter looten könnten. Aber das allererste, was ich machen werde, ist erstmal diesen Schneezombie, der mich gekillt hat. Den würde ich auf jeden Fall sowas von quälen. Der wird nicht mehr glücklich. Das Haus haben wir vorhin gar nicht gesehen, als wir hier gelaufen sind, oder? Also ich kann mich nicht daran erinnern. Na, so war es nicht geplant. So war es nicht geplant. Nein. Sie halten ja auch ziemlich was aus. Warum kriege ich den nicht? Okay, du noch. Ist irgendwo noch einer. Ah ja. Wahrscheinlich ein Krabbler. Nein. Ich mache jedes Mal diesen gleichen Fehler. Jedes Mal. Jetzt blute ich schon wieder. Und habe keine Bandage dabei. Gut gemacht, Mehmet. Sehr gut. Sehr gut gemacht. Na gut. Wahrscheinlich habe ich nicht so viel Glück, dass hier in dem WC Bandagen drin sind, oder?
Doch. Also das ist nicht mein Glück. Okay, schnell eins davon benutzen. Und dann hier schnellstens raus. Okay, das musste natürlich sein. Das musste sein. Sorry, aber ich werde definitiv solche Sachen nicht rausschneiden. Wenn es auch eine Dummheit ist, was ich da jetzt gerade gemacht habe, finde ich, das gehört einfach zu diesem Spiel. Das gehört dazu. So lernt man am Endeffekt. Also, Notiz an mich. Niemals zu nah an den Zombies reingehen. Niemals. Am besten erst versuchen, mit den Pfeilen zu töten. Weil, Memo, du kannst das noch nicht. Du kannst das noch nicht, dass du mit dem Knüppel Zombies schlagen kannst. Notizende. Okay. Habe ich noch was zum Essen, bevor ich loslaufe? Erstmal ein bisschen Dosen. Oh. Okay. Aber wir werden besser. Wir werden immer besser. Wir werden mit jedem Mal besser. Und Thunfisch noch kommen, der geht noch. Was sind wir bei 81%? Hundefutter? Nein. Rindfleisch. Nehmen wir ein bisschen Rindfleisch. Okay, voll trinken tun wir jetzt auch noch, bevor wir loslaufen. Und dann geht's ab. Das tue ich jetzt einfach mal da rein. Können wir dann später scrappen. Die nehmen wir mit. Diesmal, bevor ich es vergesse, nehme ich mal 10 davon mit. Für eventuelle Reparaturen. Okay, Alkohol haben wir noch im Inventar. Ein Bier trinken. Diesmal Bandage mitnehmen. Genau, Bandage mitnehmen. Auch für wir uns verletzen. Würde das nicht schaden. Ein paar von denen. Antibiotika nehme ich mal auch einen mit. Ich werde ein bisschen zu oft verletzt, also ich glaube, es ist besser, wenn ich genügend Bandagen, Antibiotika und Schmerztabletten dabei habe. Okay, auf ein neues. Ich glaube es nicht. Ich will aber nicht schon wieder schwimmen. Gibt es da echt keinen anderen Weg? Wo ist die Stadt? Okay, vielleicht können wir hierher laufen und dann da runter. Genau, das mache ich diesmal. Weil ich keine Lust habe, nochmal schwimmen zu gehen. Moment. Okay. Noch einmal schwimmen? Nein. Ich versuch's mal von hier. Und das ist die Rache von vorhin. Ein Pfeil habe ich noch. Komm. Komm, komm, komm. Das war so einer, wo mich vorhin gekillt hat. Nahschuss möchte ich erwähnen. Nein! Scheiße! Mit einem Schlag, echt jetzt, mit einem Schlag hat er... Jetzt reicht's. Rache muss sein. Rache muss sein. Oh Mist. Ich krieg dich. Du mich auch, aber ich dich auch. Du wirst sterben. Kollege, du wirst sterben. Das war für vorhin. Mein lieber Mann. Der hält was aus. Dreh deinen Kopf nicht um. Komm, hier geblieben. Hier geblieben. Hier geblieben. Ja. Sorry, Leute, aber das musste sein. Das war die Rache von vorhin. Oh, gut. Das musste jetzt wirklich sein. Ich war so genervt von vorhin. Das war nämlich genau so einer, wo mich gekillt hat.
Ich muss hier mit diesem Baby hier ein bisschen mehr üben. Ich muss mit dem echt noch ein bisschen üben. Da bin ich noch ein bisschen schwach. Würde aber gern den Knüppel öfters benutzen. Aber das, dafür haben wir ja jede Menge Möglichkeiten gleich in der Stadt, mit dem Knüppel zu üben. Langsam, aber sicher. Egal. Okay. Laut Plan muss ich hier entlang laufen. Und dann laufen wir einmal nach rechts. Dann brauchen wir entweder gar nicht oder ganz, ganz wenig nur übers Wasser zu laufen. Okay. Sieht gut aus. Das sieht gut aus. Also das Erste, was ich jetzt machen werde, ist, dass ich sofort mich erstmal um meinen Base kümmern werde, weil Zeit habe ich jetzt noch. Aber bevor es dann nachher wieder zu knapp wird, richte ich mich erstmal ein und dann kann ich ungemütlich looten gehen. Eins nach dem anderen. Ich hole mir erstmal einen Rucksack aus dem Schneegebiet. Und renn dann nochmal zurück in das bessere, schönere Gebiet. Und hol mir dort. War ich hier schon? Ja. Hol mir dann dort. Nein. Ach nö. Ist nicht dein Ernst. Okay, bis darüber nur. Komm, das machen wir jetzt einfach. Einmal tauchen. Ich kann eigentlich aus. Nee. Bringt auch nichts wirklich. Das heißt, egal in welche Richtung wir laufen, durchs Wasser müssen wir immer. Dann nehmen wir einfach das hier. Werde noch bis zur Stadt laufen und dann würde ich die Folge hier mal beenden und gleich im Anschluss werde ich auf jeden Fall noch mindestens eine Folge aufnehmen und auch natürlich gleichzeitig veröffentlichen. Das sind mal Aussichten, oder? Heute ist es doch mal richtig schön aus, ja. Schau ich mal an, die Bäume richtig schön gemacht. So. Und noch ein auf ein neues. Ich glaube, diese Stadt der Toten, die wir da gefunden haben, muss uns noch einiges an Leben kosten. Aber kann man nichts machen. Da müssen wir durch. Im Endeffekt sind wir in der Apokalypse. Und versuchen zu überleben. Und da ist ehrlich gesagt jedes Mittel recht. Okay, da ist ein Zombie. Dem legen wir uns jetzt nicht an. Ich habe überhaupt keine Pfeile. Ist dann vielleicht klüger weiterzulaufen. Okay. Schön weiterlaufen. Schön weiterlaufen. Okay, das ist das Haus wieder. Da, wo wir als letztes gestorben sind. Da war auch der Dicke, der wo uns gekillt hat. Der wird wahrscheinlich noch da drin sein. Ja, irgendwo läuft er noch rum. Ich höre ihn. Ja, hab dich gehört. Wo ist der denn? Ich glaube, der läuft oben rum. Das sieht ganz so aus. Oh, das ist ein Forthaus.
Da ist ja ein Forge drin. Ist gut, ich gehe schon. Schon wieder? Nein, nein, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Ach, da ist er. Und tschüss. Memo ist weg. Was ist los? Da ist niemand. Okay. Ja. Ich komme nachher nochmal vorbei. Dann spielen wir weiter. Okay. Hier ist die Stadt. In der Richtung. Oh mein Gott. Ich sollte meinen Bogen wieder aufladen. So. Wären wir doch eiskalt fast nochmal gestorben. Okay. Schön. Da ist noch ein Zombie. Reh, du hast so ein Schwein heute. Ein Glatzkopf. Einer von den Glatzköpfen. Oh. Der hat mal sogar nichts dabei. Das gibt's doch gar nicht. Denkt man, dass hier, dass dieser Weg hier auch zur Stadt führt? Laufen wir den mal entlang? Ja. Müsste hinhauen. Das ist ein Krabbler. Und noch eine. Ich habe gerade nach links geschaut. Auf einmal steht ein Zombie vor mir. Ich habe den ehrlich gesagt nicht mal gesehen, dass er da vorne steht. Das war jetzt gerade echt Glück. Okay. Ich suche immer noch nach einem Bauplatz, ein geeignetes. Jetzt sehe ich gerade, da oben ist ein ziemlich hoher Berg. Und hier vorne ist eigentlich das, was ich mir vorstelle. Eine sehr, sehr, sehr steile Hang. Das ist eigentlich genau das, was ich gesucht habe. Ich glaube, dass es das ist. Wie es von da unten aussieht. Seht ihr den Hang da? Da werden die Zombies von dieser Seite. Ich schau mal, ob sie da hochkommen. Schwein, lauf weiter. Ich will nichts von dir. Lauf einfach weiter. Nee, da kommt man hoch. Also sowas ähnliches wie das hier, aber noch steiler. So dass nicht mal ich hochlaufen kann. Na, quasi so. Richtig steil. Und hier quasi Rückseite von der Base. Und die vordere Seite schaut dann dahin. Ja, so wie das hier. Aber noch steiler. Nicht so, dass sie jetzt wie der Zombie da hinten rüberläuft. Na, das ist nix. Das ist nix. Also die dürfen da nicht hochkommen. Bisschen steiler noch. Seht ihr, die kommt da nicht hoch. Und dann da oben bauen. Einfach da oben bauen, dass eine Seite automatisch komplett safe ist. Na, die Seite. Und nach vorne habe ich einen Plan, wie ich es sichern kann, so dass die nicht durchkommen. Eigentlich wäre das da hier oben ziemlich gute. Versuchen wir, ob ich selbst hoch. Nein. Ja, das ist ideal. Also da oben ist ideal. Sehr schön. Und wir sind auch direkt an der, in der Stadt. Ich glaube, dass das da oben, was da oben bei neue Base entstehen wird. Und hier ein Teil weg, hier ein Teil weg. Also ein Graben rein. Das müsste klappen. Okay, meine Lieben, jetzt. Ich beende hier mal die Folge und versteck mich mal hier. Und in der nächsten Folge werde ich reinlaufen, einen anderen Rucksack holen, den bösen Schneezombie killen und dann werden wir anfangen, die Stadt zu looten. Wenn es euch gefallen hat, einmal Daumen nach oben, ein Abo, vielleicht sogar ein ganz netter Kommentar, würde mich sehr freuen.
Und ich sehe gerade, ich habe mein Bein gebrochen. Super. Bis später. Tschüss.